nach London. Da lassen brisante Erkenntnisse zum Fall Julian Assange aufhorchen. Dem WikiLeaks-Gründer wird ja Geheimnisverrat in den USA vorgeworfen. Auch gab es Ermittlungen in Schweden gegen ihn wegen Verdachts auf Vergewaltigung. Assange flüchtete 2012 in die Botschaft Ecuadors in London. 2019 wurde ihm das politische Asyl dort entzogen. Seitdem sitzt er in Auslieferungshaft. Kurz vor Prozessbeginn in London sagt der UN-Sonderberichterstatter für Folter, die Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden waren erfunden. Andreas Stamm. Julian Assange rausgezerrt aus der ecuadorianischen Botschaft in London. Dort hatte sich der WikiLeaks-Gründer jahrelang dem Zugriff der Polizei entzogen. Ein flüchtiger, mutmaßlicher Vergewaltiger, Hacker, Spion habe das verdient, so der Tenor in vielen Medien. Doch das sieht der UN-Sonderberichterstatter für Folter anders. Also es ist ein moderner Hexenprozess. Und der Zweck ist, ein Exempel zu statuieren und sicherzustellen, dass eben die Medien nicht unkontrolliert Informationen, Veröffentlichungen über das Missverhalten von Staaten. 2 Jahre recherchiert Meltzer den Fall. Wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs in Schweden war Assange in die Botschaft geflüchtet. Er fürchtet nicht Schweden, sondern von dort in die USA ausgeliefert zu werden. Doch die Anschuldigung fuße auf manipulierten Beweisen. Per Mail ordnet ein ranghoher schwedischer Polizist die Verfälschung einer Aussage eines angeblichen Opfers an. Er stelle ein neues Verhör, füge den Text ein und ordne das Verhör den Akten zu, signiere das Verhör auch. Das Verfahren wird 2019 eingestellt. Assange ist da in London schon in einem Schnellprozess wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen verurteilt. Rechtsstaatliche Grundsätze seien in mehreren Ländern über Bord geworfen worden. Und die Rechtsstaatlichkeit ist in unseren Ländern durchaus gegeben, solange die essentiellen Staatsinteressen nicht betroffen sind. Ja? Sobald sich der Staat aber in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt, fundamental, und ich denke, die WikiLeaks-Veröffentlichungen wurden als so eine solche Bedrohung wahrgenommen, dann funktioniert das nicht mehr. Weder schwedische noch britische Behörden haben auf die Vorwürfe reagiert, auch nicht auf den Vorwurf der psychischen Folter, an dem, so der UN-Sonderberichterstatter, es einzig und allein keinen Zweifel gebe.